Was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ich bin da nicht so wählerisch. Ich bin da nicht so wählerisch. Drachenlorde. Okay. Ich trage mal bisexuell ein, dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Timber. Hallo. Ja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Missionar, Reiter, die der Papst nicht mag. Alles, wo man nicht angekettet ist, wie mein Alter. Vom Baum hängen mit überkreuzten Beinen und durchgedrückten Rücken. Ich bin kein Typ für Festanstellungen. Egal, Hauptsache Sex. Egal, Hauptsache Sex. Sagen wir lieber Scroonicorn. Das ist gerade in. Okay, jetzt nur noch das Profil. Mach da. Mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich genau, auch nicht. Genau, gerne Clips machen. Gerne Clips machen. Der Eggy ist Clip-Beauftragter, Verficker. Also Clip-Verficker-Beauftragter. Wenn jemand dein Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst, oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn ich eine Person mag, also da, ich, das fand ich gerade schon. Angezeigt. Also ich auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prone hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzeit bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufendes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Wie in L. Wow. Das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha. Das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Leffer. Wie? Was ist mein aktueller Score? 5. Ha! Es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Tee ist Timber. Sehr schön. Man sieht, dass es Deutsche programmiert haben. Larry Leffer. Das ist ja nicht wahr, oder? Ich habe die Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Oh. Oh Gott. Er lässt sich. Hä? Was mache ich falsch? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oh, Alter, ich darf das Mausrad nicht benutzen. Oben in der App. Ach Gott. Ach du Jemini, das ist aber schlecht gemacht. Okay, das hätten sie ein bisschen farblich gestalten können da oben. Okay. Becky Butter, 22. Okay. Oh, Alter, ey. Irene Brooks, 25. ISBN, alles, was du suchst. Finley. Ich schnapp sie mir alle. Nehmen wir. Keine Sorge, die auf dem Foto ist meine Ex. Nehmen wir, dann verstehen wir auch. Anita. Aber das schadet, glaube ich, meinem Profil dann, ne? Habe ich schon mehr Punkte? Nee. Anita Dick in Me. Oha. Mag es hart. Okay, das sind jetzt alles die gleichen, das hätte ich auch einfach mal. Oh Gott, nein. Okay.
du Jemine. Jetzt immer nur noch die gleichen, ne? Oder muss ich... Ach so, jetzt sehe ich das oben. No Filter. Hm. Also, Phantömchen, das ist gemein. Die Oma will doch nur Spaß. Meinst du, die will nur Spaß? Okay, wiederholt sich alles, ne? Ich hoffe, ich muss sie nicht wegklicken. Finley? Iguada. Okay. Denk mal, nach und nach wird es da weitergehen. Aber Punkte hat sich. Gibt sich ja dann irgendwie noch was, ne? Gut. Wir müssen aber das Rohr noch heile machen. Ich würde fast meinen, wir brauchen das Kaugummi dafür. Obwohl das Kaugummi vielleicht auch für die Angel gibt. Neue Matches auf Timber, Larry. Ah, zeig mal. Dick Rider. Wow, 56 hat er. Aha, wie funktioniert das hier? Weil ich pansexuell alles außer Missionar. Es ist wohl da unten. Hemingway. Me up, keep it up. Ah, komm, wir nehmen die Omi auch mit. Okay. Gut. Ach, was ist denn das? Ein Strip? Der denkt nur ans Rofferlegen. Ich fall im Charakter auf. Grübel, Dankeschön für dein Lurk. Vielen, vielen Dank. Läuft das Profil, oder? Das Profil läuft, oder, Shadow? Das Profil läuft richtig. Geht's dahin? Okay. Mein Arzt hat mir verboten, in Aschenbechern rumzustochern. Warum? Saloon. Egal, Lakritzschnecken. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, die sind gratis. Oh, jetzt hat er Lakritz, das ist doch auch klebt. Dieses Foto, ne? Da könnte man noch was dazu hängen. Junge, was wollen die denn mit dazu hängen? Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Die bekomme ich nicht auf. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel. Ja. Nein, das nehme ich nicht mit. Okay. Da ist keine Platte aufgelegt. Da könnten wir die Platte aus dem Laden auflegen. Und dann würde das Ding kaputt gehen. Vielleicht. Hey, Finger weg. Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Urin. Von Urin. Aha. Oh, okay, ich nehme es für $3. Okay, ich nehme es für $3. Bist du schwerhörig? Unverkäuflich. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Lack, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Live Aids Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Schön.
Creef haben sich aufgelöst? Creef? Sie suchen seit 25 Jahren einen neuen Sänger. Aber so einen finden sie nie wieder. Und seitdem sind die echt Mainstream geworden. Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground. Aber heute... Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Hm. Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urine. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Okay, eine Polaroid. Hat einen Dollar und will drei Sachen kaufen. Tanzzig Nummer zwei. Ja, wir machen jetzt auf Tanzverbot. Klaut er einfach eine Blume? Nein. Mackerknolle. Okay, da kann ich nicht hin. Lämmer. I'm your turbo laugher. Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke. Mhm. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Laffer. Stets zu Diensten. Lämmer. Lämmer Talika. Stets am Rocken. Ich mag deinen Style. Danke, du kannst ihn gern imitieren. Aber ich mag deinen Retro-Look auch. Danke. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Oha! Mit mir? Ja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber? Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wenn man aufgeheizte Frauen abkühlt. Ich bin kein Typ für eine schnelle Nummer. Willst du mich heiraten? Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizte Frauen abkühlt. In meinem Kopf klang das besser. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ah. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Ah. Zeige mal her. So, wir hängen jetzt auf jeden Fall die Plakate auf. Wir hängen jetzt erstmal die ganzen Plakate auf, dann macht der Vati sich einen Kaffee. Also ich muss schon sagen, ich habe ja jetzt schon einige Spiele gespielt, aber witzig ist das hier schon mit am meisten. Weil die anderen Spiele, klar, die sind auch mal witzig, ne? Aber das ist halt komplett witzig ausgelegt, ne? Alter, ab 16 läuft das Game. Also ich... Läuft doch ab 16, passt doch. Sind keine bösen Wörter drin. Hier haben wir noch. Und eins weniger. Genau, Shadow. Und man lernt was fürs Leben. Das kommt auch noch dazu. Nicht unbedingt das Richtige, aber du lernst was. Ah, Mist, die Wand ist zu feucht. Wie kriege ich denn jetzt eine feuchte Wand weniger feucht? Das ist gut, so wie es ist. Eieiei. Das hilft mir nicht.
besser nicht. Die Dinger sind zwar selbstklebend, aber die Wand ist zu feucht. Das wird den, denke ich mal, auch nicht zählen, ne? Okay, gut, wir hängen mal weiter auf. Ach, es sind damit wieder, okay. Da war da noch? Ja, hier. Das kann ich da hinhängen. Hier sind ja immer viele Leute. Also zumindest Lefty und Erin. Ja, wenigstens und zwei. Eins weniger. Oh, oh. Oha. Was zur Hölle ist das? Hat Lefty da jemanden eingemauert? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Den wird er nicht vermissen. Hat er den Goldzahn geklaut? Okay, ich überlege gerade, könnte man den für irgendwas benutzen, was wir gerade so... Das Plakat zählt trotzdem als aufgehängt, oder? Oder können wir das da drüber hängen? Besser nicht. Okay. Netter Hut. So einen hatte ich auch mal. Das ist er, so wie er da steht. Netter Hut? Den fasse ich nicht. So wie der aussieht, hat er womöglich noch antike Geschlechtskrankheiten. Okay. Zahn, Zahn, Zahn. Ich überlege gerade, ob im großen Penis... Hier konnte man noch auf. Hör mal auf. Mach mal weg. Konnte man hier nicht auch irgendwo was aufhängen? Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei. Kann ich da. Sehr schön. Und eins weniger. So, und im großen Penis. Da vorne. Oh. Und eins weniger. Und da drin war, glaube ich, nichts mehr. Nee, hier ist nichts zum Aufhängen. Okay, bei YouTube, ich bin gleich wieder da. Ich mache mal fix einen Kaffee. Bis gleich oder bis zur nächsten Aufnahme, Folge. Bums. Larry ist gleich wieder da.